Herzlich willkommen zu unserem nächsten Suchvideo. Ein bisschen ein gutes Omen vielleicht. Auch heute starten wir wieder bei mir zu Hause. Wir hatten ja die Funde das letzte Mal schon vor der Tür und machen auch heute einen schönen Streifzug durch die Wälder meiner Kindheit. Kurz noch für alle, die es interessiert. Es wird dieses Jahr auch von meiner Seite wieder zwei Pilzseminare geben, wo wir noch ein paar Plätze haben. Eines im September am wunderschönen Weißen See und dann noch ein zweites mit dem Franco, meinem Schweizer Kollegen, im Oktober in Wien, im Wiener Raum. Da seid ihr herzlich eingeladen und die Anmeldeinfos, wenn es euch interessiert, findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt geht's aber wieder auf die Wiese. So, ihr seht, die Wiese steht in voller Blüte. Man muss sagen, diese extensive Bewirtschaftung macht sich nicht nur in dem doch zunehmenden Pilzspektrum hier bemerkbar. Es ist wirklich schön zu sehen, was alles hier so blüht. Aber die Wiesenpilze haben ihre erste Saison schon wieder hinter sich. Ich denke zwar immer noch jeden Tag dran, weil ich da einfach vorbeigehe bei diesen Champignons vom letzten Mal, die wirklich Eindruck hinterlassen haben. Aber uns zieht es heute in den Wald, der einfach wirklich so gute Frühjahrsbedingungen dieses Jahr anbietet, wie schon lange nicht. Ich meine, in Deutschland haben wir gehört, beginnt gerade die Hitzewelle, bei uns beginnt die Schwülewelle. Es gewittert immer, es hat wirklich sehr, sehr viel geregnet, so viel wie lange nicht. Also die Vorboten für eine schöne Schwammerlsaison sind bei uns so gut, wie ich sie wirklich viele Jahre nicht gehabt habe. Ich habe auch schon ein paar Touren gemacht, muss aber sagen, die Explosion ist noch nicht da, aber die Vorboten sind schon überall zu sehen. Wir haben schon wirklich von vielen Arten so kleine Wuzzi-Babys gefunden und heute schauen wir, ob wir unser Versprechen vom letzten Video mit den ersten Sommersteinpilzen auch einhalten können. Ja, bevor wir jetzt zu den ersten wirklich aussichtsreichen Standorten kommen, beschäftigen wir uns auch gleich mit der Frage, wo geht es denn los mit den Sommersteinpilzen? Und das ist so mein Paradebeispiel, heute sind wir das erste Mal da, für einen Platz, wo man getrost schneller durchgehen kann. Immer ist ein schöner Wald, ihr werdet es auch gleich sehen, der Baumbestand ist da, wo es dann losgeht, wahrscheinlich genau dasselbe, aber alleine der Unterwuchs sagt uns schon, dass das kein guter Pilzplatz ist. Also ich meine, in guten Jahren sind da schon ein paar Parasole zu finden, aber jetzt in dieser Frühsaison und eigentlich generell das ganze Jahr sind diese Zonen mit wirklich sehr, sehr vielen Jungbäumen, Gestrüpp und vor allem dann diese flächendeckenden Grasbestände sind für uns wirklich nicht interessant. Wir schauen dann gleich in der nächsten Szene den direkten Vergleich an, wie die Struktur so sein sollte, damit wir bessere Chancen haben, aber wenn es so voll bewachsen ist wie hier, da tun sich die Pilze schwer, wegen der Konkurrenz und auch ein bisschen, natürlich sind sie dann einfach so gut wie nicht zu sehen, wenn da was drinnen steht. Also da können es wirklich getrost durchgehen und wir schauen uns jetzt an, wie es aussehen sollte.
So, wir wurden wieder von das Leuchtenden in den Wald gezogen. Der erste Fund, allerdings noch nichts wahrscheinlich zu mitnehmen. Der Schwefelporling, ja, da ist es schon. Ja, ein bisschen exemplarisch für eins der Hauptprobleme dieser Frühsaison, wenn es regnet, die Schnecken. Die sind uns meistens ein, zwei Tage schon zuvor gekommen und die sind nicht nur zahlreich, die sind auch sehr hungrig. Der Schwefelporling ist nicht mehr frisch, ach sehr gut. Man muss auch nicht den ganzen Pilz nehmen, das können wir da gut veranschaulichen, um seine Qualität zu kontrollieren. Es reicht, wenn man ein Stück abbricht, der hat unten eigentlich gar keine Farbe mehr. Das heißt, der ist einfach alt, da können wir den Rest stehen lassen, der spart sich aus. Ich meine, kein Vergleich zu diesen gigantischen Schwefelporlingen, die wir letztes Jahr gefunden haben, aber so viel darf ich verraten. Ich habe an einer anderen Stelle schon mehrere junge, wunderschöne Plätze gefunden, die sind aber ganz woanders, die zeigen wir euch dann im nächsten Video. Und jetzt geht es für uns weiter zu den Steinpilzplätzen. So, ein paar Meter weiter seht ihr, der Wald hat sich deutlich verändert, dazu gleich mehr. Wir haben aber schon überraschend den ersten Fund gemacht und schauen mal gemeinsam hin. Ah ja. Erstens mal super schön, da diese uralte Eiche, die da eingestürzt ist. Und für mich interessant, die habe ich jetzt schon mehrere Jahre besucht und dieses Jahr das erste Mal voll mit Lungenseitlingen. Aber da sind wir zu spät. Die sind, ja, die haben dann doch gelitten unter den warmen, feuchten Bedingungen. Da sind wir deutlich zu spät. Da stinkt schon ordentlich. Da merkt man, da haben einfach auch die Würmer. Ja, schade eigentlich. Das war ein richtig schöner Fund eigentlich. Da ist richtig viel rausgekommen. Da sind wir einfach ein bisschen zu spät gekommen. Diese Baumpilze kommen dann doch recht schnell, wenn die Bedingungen passen. Bei diesen Lungenseitlingen sind wir, ja, bisschen zu spät, aber ist ja erst der Beginn heute. Ganz lustig schaut sich da diesen Baum schon an, schaut fast aus wie so ein kleiner Sommersteinpilz. Man sieht dann auch schon einfach die Freude und die Gier ist wieder groß nach den ersten Funden. Aber ganz nett zu sehen, was sich da auf dieser alten Eiche für, ja, ein vielseitiges Pilzspektrum eigentlich angesiedelt hat. Diese wunderschöne Kulisse aus dieser gespaltenen Eiche, wo wahrscheinlich der Blitz eingeschlagen hat, hat dann doch noch ein paar frische Fruchtkörper hinter uns freigegeben. Dieses Exemplar ist wahrscheinlich außergewöhnlich groß und sieht dem Austernseitling wirklich zum Verwechseln ähnlich. Sonst, wir sehen an einer alten Eiche, es gibt sie auch an Buchen und anderen Laubholzarten, aber nie an, ja, Nadelholz. Es gibt da einen Verwechslungspartner mit dem ohrförmigen Seitling, diesen weißen, der ein bisschen umstritten ist, aber bei uns an Laubholz hat dieser Pilz eigentlich keine Verwechslung. Ihr seht, die Ähnlichkeit zum Austernseitling ist wirklich frappant. Die Fruchtkörper sind ein bisschen kleiner. Auch bei ihnen gilt das, wenn sie grau sind, sind sie frisch. Sie bleichen dann aus und sind oft eigentlich fast weiß. Genauso, wenn sie weiß sind unten, sind sie frisch. Bisschen der Umkehrschluss. Also wenn das dann ins Grau geht, sind sie älter, aber die sind wirklich wunderbar frisch. Und der erste Fund, bevor wir jetzt endlich dann zu den moosigen Steinpilzplätzen schauen. So, wir haben nicht zu viel versprochen. Wir haben den ersten Pilz gefunden. Kommt's mit, der hat wirklich ein außergewöhnliches Ausmaß angenommen. So, für den Daniel, gleich mal bitte in den Lupenmodus. Also, ja, ein bescheidener Start, aber natürlich nur mal ein Spaß. Der erste
Mini-Mini-Steinpilz, schaut euch das an, also wirklich ein ganz kleines Baby. Und bitte der gleich der Hinweis, mein Vater ist da exemplarisch dafür und bringt mir das immer mit. Lasst die kleinen Babys noch wachsen. Vielleicht findet sie ja doch jemand in einer schönen Größe. Aber nein, Spaß beiseite, wir haben echt was Schönes gefunden. Also dieser Platz ist mein Standortanzeiger. Da komme ich immer zuerst her, und um mehr oder weniger zu schauen, ob die Saison beginnt. Und die Funde hier sind wirklich fast prognostizierbar. So einmal nach links. Ich liebe diesen Platz. Da sind sie immer so wunderschön im Moos und fast immer die ersten des Jahres. Wir schauen uns dann gleich die restliche Umgebung an. Aber das ist auf jeden Fall mal, ja, ein erfreulicher Start. So, schauen wir mal. Ja, die Schnecken waren schon dran, aber erstaunlicherweise ist der nicht wurmig. Das ist auf jeden Fall mal wirklich ein feiner Start. Bisschen geplatzt, wie immer im Sommer. Oh, ich liebe diesen Geruch, weil der weckt einfach so schöne Erinnerungen. Das verstecken wir gleich alles. Ja, erstes Mal, bisschen später dieses Jahr, die kalte Frühjahrsperiode hat die Saison sicher ein bisschen verzögert, aber egal, Hauptsache sie geht los. Wir haben auch den zweiten. Die wachsen da zum Glück immer in Nachbarschaft, gerne in Gesellschaft. Und oft, wenn sie nicht angeknabbert sind, gar nicht so leicht von dem Waldboden zu unterscheiden. Aber ich kenne den Platz und weiß, in diesen moosigen Stellen kommen besonders gerne die ersten des Jahres. Da ist es feucht. Sieht man sie dann auch relativ gut. Boah, fein. Super schön. Diese Sommersteinpilze mit ihrem Netz, das man relativ gut sieht, dieser typischen Braunfärbung. Und wenn sie dann größer werden, schauen wir, ob wir so einen dann auch noch finden, oft dann wirklich mit einer ganz geplatzten Hutoberfläche. Boah, die Gelsen. Ja, fein. Fein. So, jetzt schauen wir uns dann im nächsten Schnitt an, wie sich der Wald hier unterscheidet von dem Platz, der vorher ja nicht so aussichtsreich war. Ja, wir haben hier einen fast reinen Eichenwald, gar nicht mehr so häufig anzufinden, aber immer ja einen Besuch gerade zum Saisonstart wert. Ihr seht, wir sind da auf einer Lichtung. Diese buschige Zone lässt dann doch relativ viel Licht herein, und gerade zu Saisonbeginn ist es wichtig, dass Licht herkommt, dass sich der Boden einfach schneller erwärmt. Wir haben hier sehr viel Laub, gar kein Gras mehr, auch diese ja, Brombeeren, diese Sträucher sind weg. Ein bisschen Unterwuchs von den Jungbäumen, das ist überhaupt nicht störend. Und sehr schön diese moosigen Stellen, die ja auch immer ein Anzeiger für wirklich gute Plätze sind. Und da, wenn die Temperaturen höher sind, beginnt es dann wirklich schon deutlich früher als im Wald mit dem Wachstum. Und wir haben, muss ich sagen, etwas überraschend auch den ersten Perlpilz schon gefunden. Fast nicht zu übersehen, zum Glück nicht niedergetrampelt. Wir sehen gleich nämlich, warum das da die Gefahr ist, aber der ist richtig schön geworden. Ja, dieser Perlpilz, bei Kennern ist er ein sehr beliebter Speisepilz, er kommt schon relativ früh. Allerdings muss ich auch ehrlich zugeben, bei mir war das auch einer von den Speisepilzen, wo ich am längsten gebraucht habe, bis ich mich drüber getraut habe. Er ist in dieser Erscheinung, finde ich, wirklich sehr gut zu erkennen. Er hat eine super schöne Farbe mit diesem roten Unterton, auch hier an der Knolle. Also irgendwo hat er immer rötliche Stellen. Das ist bei ihm wirklich ja, ein Erkennungsmerkmal im Vergleich zu dem grauen Wulstling, der auch essbar wäre, aber auch im Vergleich zu dem wirklich gefährlichen Pantherpilz, den wir auch jetzt einblenden können. Zum Glück, wir haben ihn letztes Jahr einmal gefunden. Also diese drei sind sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Wir werden jetzt an dieser Stelle nicht alle Merkmale besprechen von diesen drei Pilzen. Wir machen mal wirklich ein längeres Video zu dieser Verwandtschaft, ja, des Fliegenpilzes zu den Wulstlingen. Man sieht, wie gesagt, diese rote Färbung, die ist ganz typisch, die hat er. Er hat keine auffällige Knolle mit so einem Bergsteigersörkchen wie der Perlpilz zum Beispiel. Und auch seine Manschette ist gerieft, im Unterschied zum giftigen. Aber alles nur Theorie, weil wir sehen auch hier, er ist wirklich einer der wurmigsten Pilze, die es überhaupt gibt. Deshalb mag ich ihn auch nicht, wenn ich ehrlich bin, weil dann immer die Enttäuschung, wenn man einen schönen findet, der dann aber so zerfressen ist, das ist halt dann wirklich in einem Ausmaß, das ist schon fast grauslich. Da muss man wirklich
wegschneiden. Das ist jetzt zum Glück erfolgreich gewesen. Manchmal ist er wirklich komplett mit Würmern durchzogen, aber so geht er noch. Und überraschend gleich daneben ein zweiter Wulstlingsvertreter, allerdings wieder ein giftiger, dieser kleine Zwutschki, narzissengelbe Wulstling. Man nennt ihn auch, glaube ich, narzissengelben Knollenblätterpilz, aber der ist nicht annähernd so giftig wie seine wirklich gefürchteten Verwandten. Aber Speisepilz ist dieser kleine, schöne, nette Pilz nicht. Der bleibt auch hier natürlich und wir schauen weiter. Ja, vorbei an dieser imposanten Waldfestung geht es zu unserem nächsten Fundort. Für mich aber wirklich schön zu sehen, auch wenn es jetzt mit Schwammerl nichts zu tun hat, diese ja, eindeutig kindergebauten Festungen haben die letzten Jahre seit Corona wieder stark zugenommen. Es ist wirklich schön zu sehen, dass sich wieder viele Kinder, auch so wie der Daniel und ich, wie wir ganz klein waren oder halbwegs klein noch, wirklich dann mit dem Wald beschäftigen und in der Natur sind. Diese Festungen haben wirklich zugenommen. Für uns natürlich Tabu ist Hoheitsgebiet, in Österreich ist sowieso alles privat, da dürfen wir natürlich nicht auf der Suche sein, auch wenn ich da drin schon mal wirklich einige Pilze gefunden habe. Ja, also ich werde einfach nicht so ganz warm mit diesen Perlpilzen. Von oben super schön die Exemplare, offensichtlich auch noch jung. Beim Umdrehen dann sehen wir schon, da hat die Schnecke sich zu Werk gemacht. Interessant finde ich, man sieht dann bei dem offensichtlich von außen nicht so den roten Ton, aber hier an den Fraßstellen unter den Lamellen zeichnet sich diese rosane Farbe schon ab. Aber beide auch wieder bis ins letzte madig, da kriechen schon die Maden raus. Auch bei diesem ganz Jungen habe ich mich versucht, da vorzuarbeiten, aber das ist im Querschnitt schon zu sehen. Da ist wirklich alles komplett zerfressen. Das ist dann wirklich schon für mich ein bisschen grausig, aber wie gesagt, die haben auch ihre Existenzberechtigung. Für uns ist der Pilz hinüber und wir schauen zum nächsten Platz. Ja, auch die Röhrlingsvielfalt nimmt langsam Fahrt auf. Auch wenn die Anzahl der Fruchtkörper noch überschaubar ist, sind wir jetzt mit diesem ganz jungen und wirklich knackigen Filzröhrling auch schon beim vierten Röhrling der Saison, muss man sagen. Also wir haben jetzt wirklich die erste Juniwoche und vier verschiedene Röhrlinge sind schon gut. Und auch heute zeigt es ein bisschen, wir werden eher über die Vielfalt den Korb füllen, als mit einem Riesenfund einer einzelnen Art. Wir haben aber zum Glück jetzt noch hier im Gras, gerade habe ich noch geschimpft, aber so im Übergang zwischen Gras und guten Platz, ne, hört es das Donnern, hoffentlich holt uns das Gewitter nicht ein, sind natürlich auch noch durchaus Funde möglich. Und wir haben hier wirklich, da sieht man, wir haben gerade noch darüber geredet, wie eng diese Arten beieinander sind. Am ersten Blick habe ich mir gedacht, das ist ein grauer Wulstling, aber das ist jetzt wirklich der hochgiftige Pantherpilz. Farblich kann man die von oben schwierig nur unterscheiden. Diese Riefung hier ist natürlich ein Merkmal eher für den giftigen Pantherpilz, aber ganz eindeutig wird es dann, wenn man sich unten aus der Nähe dieses Bergsteigersöckchen anschaut. Da sieht man wirklich so eine Kante, aus der dieser Pilz scheinbar herauswächst und auch die Manschette ist glatt. Da machen wir gleich nochmal ein Detailbild, dass man das wirklich mal nebeneinander sieht, weil das ist wirklich sehr schön nebeneinander zu zeigen. Das heißt, auch dieser kleine Pilz ist dann einfach ein junger Pantherpilz und bleibt auf jeden Fall da, aber den schauen wir uns jetzt nochmal aus der Nähe an, um diesen Giftpilz wirklich gut abzubilden. Ah, habt ihr auch Pilze gefunden? Jetzt schauen wir, wie sie den ausgraben, damit wir das noch einmal sehen. Stört sie das, wenn wir es filmen? Nein. So, wir haben ein Publikum. ja, also so viel vorweggenommen. Heuer, wir waren uns schon einig, wird wahrscheinlich ein sehr gutes Jahr, weil wir sind da 5 Minuten von unseren Wohnungen entfernt und finden eigentlich hier nie Pilze. Das einzige Mal, dass hier so viel war, war 2020 in diesem wunderbaren Jahr. Wir haben jetzt hier nämlich noch einen flockenstieligen Hexenröhrling gefunden, der auch schon ein bisschen ja, Gebrauchsspuren von den Schnecken aufzeigt. Aber wir haben ihn einfach schon so oft, jetzt wird es gleich bunt werden, gezeigt. Ne? Das dauert ein bisschen lang. Ja, das muss ich mir machen. Genau.
da. Aber noch nicht blau anlacht. Nein, das da, ja, das ist erstaunlich, aber es ist trotzdem eindeutig die Art. Ja, ja, wir haben hier den schönen dunklen Hut, auch das Netz. Also wir sind uns da ziemlich sicher und nehmen ihn auch mit und zeigen euch gleich den nächsten Fund. So, da. Noch einer von den Filzröhrlingen. Ich habe gedacht, jemand hat ihn schon genommen, aber er ist wirklich einfach so komisch gewachsen. Der liegt da eigentlich wie angerichtet. Ja, genau. Aber, ja, okay, der ist drüber. Ja, schade, von oben wäre er noch gut. Schaut eigentlich super aus. Auch das ist wieder diese große Art von den Filzröhrlingen. Dann nehmen sie gerne. Ja, das ist auch schon ein bisschen verwachsen. Aber wir sehen, da schimmelt schon unten. Ja, der ist schon zu alt. Und die Röhren sind auch schon braun. Der wird sich da vermehren. Ja, jetzt ist er blau geworden. Hat nur ein bisschen gedauert. Der war schüchtern, weil so viele Leute da sind. So, gut, wir nehmen euch noch mit zu unserem letzten Platz, sagen danke und wünschen euch noch viel Erfolg. Danke. Und hoffen, dass uns das Gewitter nicht erwischt. Viel Erfolg. Ja, euch auch, ja. Danke. Die werden auch immer mehr, diese schönen Tunnel da. Der ist über die Jahre auch wirklich vor sich hingewachsen. Da wäre ich als Kind eifersüchtig gewesen, meine sind nie so groß geworden. Ja, bevor uns jetzt die Gelsen und das Gewitter und den letzten Rest geben, nehmen wir euch noch mit zu dem letzten Fund heute, der das wirkliche Highlight dieses Videos ist. Wir müssen ein bisschen diesen zwei sehr netten Damen entfliehen, aber ich glaube, die wären gerne mitgekommen und hätten sich auch noch was angeschaut. Die haben uns wieder ein paar Kulissen, sagen wir, vor der Nase weggefunden. Aber so ist das halt, jedem gehört der Wald und so ist es auch mit den Pilzen. Aber der jetzige Fund ist definitiv ein Fall für den Weitblick. Ich habe ihn vorgestern gemacht, von da, wo wir jetzt gestartet sind. Also wirklich 20, 30 Meter weit weg. Natürlich nur ein bisschen auf Hoffen. So weit erkennt natürlich keiner wirklich, ob das und was es ist. Aber es sind wirklich Seitlinge. Und dieses Mal fein. So, vielleicht sieht man es schon von hinten. Hoffen wir, dass die Schnecken nicht da waren. Ja, auch da hat die Witterung ihre Spuren hinterlassen. Die haben vorgestern noch deutlich besser ausgeschaut. Aber hier, schaut euch die an, die sind wirklich für diese Lungenseitlingsart riesig, muss man sagen. Bisschen angeknabbert, aber da, man hört schon, wird unser Körbchen doch noch gefüllt. Das reicht auf jeden Fall für ein, zwei gute Mahlzeiten. Auch das ein neuer Fund. Diese Buche liegt da auch schon viele, viele Jahre. Und dieses Jahr erstmals dieses wirklich reiche Vorkommen an den Lungenseitlingen. Und Notiz an mich selbst, immer dann gleich sammeln. Wir lassen sie hier natürlich immer für die Videos, diese schönen Funde. Diese Lungenseitlinge haben bei diesen warmen, feuchten Bedingungen keine sehr lange Überlebenszeit. Die waren vorgestern halb so groß und wirklich noch ganz, ganz frisch. Also da muss man schnell sein. Aber ihr seht's, schlecht ist es nicht. Über die Vielfalt haben wir es gemacht. Diese Röhrlingsauswahl ist schon ganz gut. Auch die Lungenseitlinge sind sehr, sehr erfreulich. Wir sehen uns wirklich bald wieder, schauen zu unserem Wahnsinns-Schwefelporlingsfund und freuen uns, was diese vielen, vielen Gewitter und Regenschauer alles noch bald hervorbringen werden.